Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben gerade den Wäscheständer aufgebaut. Den neuen. Alle Videos sind okay, aber eins wahrscheinlich wird kaputt sein. Und jetzt machen wir mal ein Unboxing vom Staubsauger. Da werde ich aber auch jetzt mal im alten Style machen. Die Kamera lasse ich da. Ich gehe jetzt nicht in die Unboxing-Ansicht, weil da viele große Teile mit bei sind. Der Karton ist ziemlich groß. Da müsste ich von ziemlich weit oben filmen. Und das macht sich ja dann so jetzt hier eigentlich so wie früher am besten. Ich hoffe, der ist kein Reinfall. So. Dann haben wir hier oben eine Anleitung und eine Bürste. Garantie ist sie, glaube ich, auch. Ist sie clean? Und dann haben wir hier so Styropor. Warte, ich jetzt mal diese einzelnen Sachen rausnehme. Eine kleine Bürste, die gucken wir uns gleich auch noch genauer an. Noch eine kleine Bürste. Ne, ist der Akku. Die Ladegerät. Dann eine Teleskopstange und noch mal einen kleinen schmalen. So, dann können wir das hier rausnehmen. Und dann haben wir hier noch die zum Saugen. Dann haben wir hier noch den Sauger an sich. Und das ist sehr geil. Das wusste ich gar nicht, dass das mit bei ist. Oh, geil. Geil, 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 geil. Jetzt fragt ihr euch, was. Ich mache mal hier kurz ein bisschen Platz. Hier ist eine Wandhalterung mit bei. Das heißt, hier kommt der Staubsauger rein. Das kann man hier auch, glaube ich, rausmachen. Wollen wir aber nicht. Und hier hast du denn auch noch. Wartet. So. Zack. Machen wir die Bürstenteile jetzt hier oben rauf. So. Ja, so viel Platz. Ah, den Karton weg mal aufheben. Noch. Nicht, dass der Akku nicht enthält, was da soll. Und dann halt Kacke ist. So. Und zwar haben wir das dann so. Und hier so ist der Staubsauger so fertig. Oh, ich hoffe, ich schaffe es mit den Händen, das jetzt so zu halten. Wird er denn so reingeklickt? Und dann könnt ihr den im Schrank an der Seite an der Wand rankleben. So, um den schnell abzumachen. Oder allgemein an die Wand kleben. Ich werde bei mir einen Schrank an die Wand kleben, dass ich den dann halt nicht auf den Boden abstellen muss, sondern hier so dran habe. So auf die Höhe dann. Kannst du den dann halt abklicken. Ranmachen. So, den gucken wir uns gleich noch mal ganz genau an. Und dann hast du halt hier die verschiedenen Bürsten. Was sagt der Akku? 16%. Die muss ich nur beobachten. So, wir haben einmal eine lange Bürste. Das ist leider, da finde ich jetzt leider, da habe ich wirklich ein bisschen was zu bemängeln. So, von der Qualität sieht das wirklich gut aus. Vom Drucken ist das auch ganz gut. Ja, wenn man das auseinander lösen will. Aber hier ist zwar alles Plastik.
Es war rund und nicht scharf. Ja, hier so ein bisschen Eckchen. Aber ich hätte mir hier eine Gummiummantlung gewünscht oder einen Gummiaufsatz. Ja, dass halt hier ein Stück Gummi dran ist, ist für Ledercouchen oder so. Ich habe ja keine Ledercouch. Oder für leicht zerschrammbare Flächen vielleicht ein bisschen besser, wenn da so Gummi ist. Obwohl bei meinem normalen Staubsauger ist das auch nicht. Aber hier hat er auch eine Einkerbung, damit er sich nicht festsaugt. Und das können wir einfach hier unten reinklicken. Ja, und das ist halt so, sieht das Teil aus. Ja? Das ist Plastik. Hier kommt der Staubsauger rein. Oben noch ein Teil und hinten mit M3. Glaubt mir, 2 M3 Streifen oben unten. Das reicht. Das klebt wie Bombe. Dann haben wir noch eine Bürste, die ist so auch hier unten vorne Plastik. Kann man jetzt rausnehmen. Ist ein Stück. Oder? Ach so. Alles klar. So. Alles klar. So. So sieht es aus. Das ist Plastik und hier ist dann halt dieses rote Stoffzeug, wie ihr das kennt. Wenn er halt nur das Plastik braucht für breite Fläche zum Saubermachen. Aber wenn ihr die Puschel da braucht, Knopf drücken, also hier festhalten und nach unten ziehen, dann habt ihr praktisch die Öffnung ein bisschen weiter hinten und habt ihr die Puschel, um halt ja, Katzenhaare oder was weiß ich hier mit den Haaren, mit den Puscheln so aufzusaugen und wegzusaugen. Und wenn ihr das nicht mehr braucht, einfach rein drücken, zack. Und dann natürlich hier oben rein und da ist es dann sicher drinne, kommt es nicht weg, da verliert das nicht, weil wir haben ja im Gegensatz, müsst ihr ja dazu berechnen, zu einem normalen Staubsauger keine Möglichkeit, weil ist ja nur so ein kleines Ding, hier irgendwo eine Klappe zu machen oder zu haben, wo wir dann aufklappen und dann halt das reinmachen. Weil die beiden Sachen, die sind bei mir, meinem Staubsauger, bei dem großen, in einem extra Fach bei dem Bosch. So. Dann gucken wir uns als erstes die nächste Bürste an. Dann gucken wir uns das Rohr an und dann den Staubsauger. Ah, hier ist ein Rohr drin. Das ist auch gut gelöst. Also ist praktisch vom Verbindungsstück. Ja, und dann kannst du hier wirklich bewegen. Und da ist halt so ein flexibles Rohr hier unten, ein Plastikrohr. Ja. Dann kannst du fast gerade machen. Da kommst du richtig schön unter die Couch runter. Also im Gegensatz bei anderen Staubsaugern. Hier oben hast du noch Rollen dran, dass du schön rollen kannst. Auch hier wieder der Druckmechanismus, der gut funktioniert. Wartet mal, ich werde mal jetzt Akku tauschen. Ist bei 3%. So. Gucken wir uns erstmal das Röhrchen an. Ah, auch einwandfrei. Müsste ich dann halt nur mal gucken, wie das aussieht von der Länge her. Nö. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen kurz, aber was ist denn hier? Ist ein bisschen abgerubbelt hier? Ist das B-Ware? Ist ein bisschen matt, der Aufkleber hier. Na, werden wir gleich mal. Nö, ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen tief, aber nö. Kann man schön rollen. Also funktioniert wirklich. Ja, erste Sahne. Ich brauche mich auch nicht bücken, ganz, ganz easy. Ja, das ist positiv. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das Stück Rohr reicht. Achso, wir hatten uns ja die Bürste neu angeguckt, auch richtig. So. Und hier unten haben wir dann halt hier flauschig und dann halt die Rolle, so ein bisschen wie
Bei so einem kleinen Staubsaugerroboter. Hier drin haben wir dann nochmal so kleine. Wir haben halt jetzt hier bei dem, im Gegensatz zu normalen großen Staubsaugern, halt jetzt nichts so zum Raufklicken, wo dann halt unten jetzt noch Bürsten rauskommen. Das haben wir nicht. Wir haben jetzt hier wirklich nur Plastik mit so kleinen Rillen, damit er sich nicht festsaugt, denke ich mal. Und ja, aber wenn er das erfüllt, was er soll, der muss ja auch nicht so viel Power haben. Und hier das kleine Stück Rohr. Also da bin ich jetzt auch alle, das ist auch Metall, also ist nicht jetzt irgendwie Plastikscheiße oder so. Die Zwischendinger sind Plastik, aber das andere ist Metall. Auch hier wieder so. Macht das, was das soll. Und hier haben wir dann so ein kleines Ding. Zack. Auseinander. Super. Warum einfach, wenn es auch, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? So. Dann haben wir hier den Staubsauger. Hikings. So, wir werden erstmal hier aufmachen und den Filter uns angucken. So, das ist das. Und hier oben haben wir dann so einen Filter. Da muss ich mal gucken, ob man die extra bestellen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann auch mal hin sind. Weil hier ist echt nur so ein Metallsieb und dann hast du hier. Und das denke ich mal, das kannst du dann auch gut ausspülen. Obwohl das Metallsieb und hier Metallschrauben. Ja, da müssen wir mal gucken, wie er sich im Langzeittest schlägt. Ja, und da haben wir dann die Schrauben und die. Ja, sieht man nicht alles? Hoffe ich doch. Und dann kommt das einfach ganz normal mit dem Dings hier rein. Nee, andersrum, warte. Doch. So. Ach so, kann man. Ah, okay, jetzt zeige ich den Dreh raus. Hier haben wir so Pinüppelchen dran. Rein, drehen, dann ist es fest. Und dann kann man das hier zumachen. Hier unten ist dann halt auch nochmal so ein bisschen Stoff. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwann undicht wird, dass man da dann halt nochmal so einen Filzaufkleber drauf macht, damit das wieder fest ist. Aber das ist jetzt wirklich nur meine Vermutung. Kann man hier noch irgendwas machen? Er hält sich auch gut, auch für meine dicken Hände sind gut geeignet. Hier haben wir dann auch nochmal so ein Zwischenteil. Warum auch immer. Dass man sich mehr wie eine Knarre vorkommt oder so, keine Ahnung. Max, so. Also geht wirklich schnell an. Zwei Stufen hat er. Also man kann den nicht regeln. Ach, hier kann man die Akkuzelle komplett abnehmen. Und wo liegt. Ach, hier unten ist sie zum Laden. Ja, also ihr braucht nicht den Staubsauger irgendwo. Ihr könnt dann einen Schrank packen. Bam, ranmachen, fertig. Und dann hier die Akkuzelle. Einen ganz stinknormalen Stromkabel, der mit bei ist, hoch. Wie ihr halt vom HDMI-Switch vielleicht auch kennt und so ein runder. Der kommt dann nochmal da rein. Eine Küche oder irgendwo hingestellt, wo ihr Platz habt. Ja, das ist ein bisschen verbogen, das ist ein bisschen doof, aber naja. Drin und er wird geladen. Da werde ich aber mal gucken. Da will ich nachher gleich mal gucken oder den Händler auch anschreiben, wie es aussieht, ob man auch Ersatz kaufen kann. Weil 40 Minuten, wenn es wirklich mal nicht reicht, ja, dass du vielleicht dann noch so eine Ladestation bekommen kannst, also wenn er gut ist und das erfüllt, was er soll, ja, dann vielleicht noch zwei zusätzliche Akkus
Oder einen zusätzlichen Akku mit einer Ladestation, die du in der Küche hast. Dann kannst du den jetzt nehmen. Oh, ist leer. Holst den anderen aus der Ladestation oder der ist vielleicht gerade noch voll. Machst den an der Ladestation, kannst saugen. Hast 40 Minuten Zeit, dann hat der andere schon wieder Power. Kommst du gut ran? Dann testen wir mal. Also bis jetzt bin ich zufrieden und hab's noch nicht bereut. Ich hab mal aber noch nicht angehabt. Also noch nicht benutzt. So. Dreh euch mal so ein bisschen so. Also sagt jetzt rot, 39, 38, ich denke mal, das ist der Akku. Ach, da haben wir so ihr Licht. Mein Mikro kommt abgegangen. 36%. Ach, ich sehe schon, der hat sich ja schon was eingesaugt. Ah, jetzt merkt man's. So. ...31% sagt er jetzt. Jetzt nehme ich das mal raus. Mach die kleine Bürste ran. Und lass erstmal das nur mit dem Plastik so. Oh, der zieht. Jetzt nicht so wie mein großer mit 1000 noch Watt. Aber er zieht. Jetzt mal das mal nach vorne. Ja. Der ist auch leiser. Also leiser, als ich gedacht habe. Ich lasse mir mit Absicht jetzt laufen, nicht dass euch wundert. Und guck mal. Nur für unterm Tisch hier und ein Stück und ich hatte gestern gefegt. Ja, hier die Wollmaus, die ist von unterm Tisch, von Tigger, weil der hat sich vorhin hier wieder seine 5 Minuten gehabt. Ja, und hier ein bisschen von meinen Straßenschuhen, weil ich vorhin hier drinnen kurz war, weil ich meine Bauchtasche hier am Tisch liegen lassen hatte. Krasse Sache. Also da muss ich jetzt echt sagen, bis hier oben geht's voll. Ich würde den niemals voll machen, aber okay. Also vom ersten Eindruck bin ich ganz schön baff. Erstmal über die Lautstärke und dass er hier auf den Bissel hier schon so zusammengesammelt hat, obwohl ich hier erst gemacht habe. Ja, Verarbeitung ist gut. Kann ich bis jetzt nichts Negatives sagen. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht.
Hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich sagen. Aber da fehlen mir die Worte. Oh, vor allen Dingen, dass das Ding hier vorne noch Licht dran hat. Wenn du unter der Couch bist, kannst du sehr neu sehen, wo du saugst und so. Oder allgemein, wenn du saugst. Ist ja geil. Also das ist toll. Das hat nicht mal mein Bosch, dass er da vorne Licht dran hat. Ja, und blau sieht auch schön aus. Ja, ein schönes dunkles Blau. Mit oben hier so einen silbernen Kreis. Ja. Finde ich vom optischen auch ein kleiner Hingucker. Kann man echt nichts Negatives sagen. Ja. Dann würde ich jetzt hier für das Video jetzt auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde ihn jetzt erstmal benutzen und gucken, wie er sich schlägt. Jo. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare, logischerweise, oder? Und ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.